Episode 5 – Träume und Erinnerungen. Es passiert schon wieder und damit hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sally Face mit Episode 5. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, was jetzt noch kommen soll. Ja, also die Story wird irgendwie immer, wird immer abenteuerlicher. Und ist denn Sally Face jetzt doch noch nicht ganz weg oder wie sieht's aus? Wir werden es wahrscheinlich erfahren. Mal gucken. Auf jeden Fall sieht er so ein kleines bisschen christlich aus, oder? Ihm geht es offenbar nicht so gut. Die Lichter, also die da im Hintergrund, die bewegen sich auch ein bisschen. Was bin ich? Das ist eine gute Frage. Eine Stimme aus dem Licht. Du bist entfesselt. Du bist defekt. Du musst deine innere Mitte finden. Kämpfe gegen das Chaos in dir an. Lass diese Albträume nicht deine Realität verändern, Sal. Finde deine Mitte. Höre nicht auf sie, Sal. Gib deinen Träumen nach, gib dem Chaos nach, um dein volles Potenzial zu erreichen. Es ist zu gefährlich, er ist noch nicht bereit. Folge deinem Herzen, Kind. Nein, höre auf deinen Verstand. Wer bist du? Wo bin ich? War ich schon einmal hier? Wer bist du? Wir sind alles. Wir sind nichts. Das war nicht sehr hilfreich. Wo bin ich? Du bist überall, lass mich raten. Und nirgends. Gegensätze. Ich nenne diese Folge Gegensätze. War ich schon einmal hier? Du warst schon immer hier. Wir sind unsere Seele, unsere pure Seele oder irgendwie in einem, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ach, vergiss es. Ja, eben. Nicht sehr hilfreich, wie gesagt. Okay. Ja, ich kann mich ein bisschen bewegen. Ich dachte eben, er wird immer wieder irgendwie zurückgezogen oder so. Aber nee, das Bild bewegt sich nur mit, wenn wir uns bewegen. Aha, da geht es nicht mehr weiter nach rechts. Wo geht's hier nach links? Kann ich auch nicht viel weiter. Haben wir ein Inventar? Ja, an sich schon, aber nee. Ein Haus im Nichts? Ja, so ziemlich. Sollen wir einfach mal probieren? Probieren wir es. Cool. Der schwarze Raum. Ach, das soll eine Tür sein. Das ist eine sehr, sehr hohe Tür. Ja. Lass mich raten. Eine hohe Treppe. Die Treppe hinauf. Aha. Der weiße Raum. Ja, tatsächlich. Wir sollen unsere Mitte finden. Von daher gehen wir mal in die Mitte. Wer ist denn das? Hallo? Und hallo, Neverdark. Ich bin froh, dass du dich erinnert hast, wo ich war. Ja, gern geschehen. Kenne ich dich? Wir haben so oft miteinander gesprochen, Sal. Okay, also willst du auch noch so kryptisch sein wie die Stimmen? Warte mal. Jim, bist du es? Der war ich einst. Naja, ein Teil von mir. Ich habe viel geopfert, um hierher zu gelangen. Und auf dem Weg habe ich so vieles verloren. Das zählt wohl als kryptisches Ja. Es tut mir so leid wegen deiner Familie. Evelyn, Larry, Lisa. Ja, das war ich einst. Es gab eine Zeit, wo ich dachte, ich könnte die Zukunft ändern. Das war alles, was ich wollte. Lisa und Larry waren das Licht in meinem Leben. Ich habe nie solche wahre Liebe gekannt. Ich gebe dir nicht die Schuld für ihren Tod. Ich verstehe, was getan werden musste. Du hast auch vieles an diesem Tag verloren. Aber so ist der Kreislauf des Lebens. Alles Leben muss zu einem Ende kommen. Ich erinnere mich, wie es war zu leben, zu fühlen. Ich vermisse all diese Emotionen nicht. Es war alles umsonst. Die Schatten leben noch immer und die Verschlinger beschwören eine Plage herauf. Ihre Reichweite ist zu stark gewachsen. Ich habe nichts verhindert. Ich bin umsonst gestorben. Ich habe alles getötet. Ich weiß nicht, wo das alles jetzt herkam. Ich habe getötet für nichts.
kannst sie immer noch stoppen, wenn du willst. Du bist der Schlüssel zu ihrer Zerstörung. Falls dir das noch irgendwas bedeutet. Ja, an sich schon, oder? An sich schon. Ist das wieder dieser Prophezeiungsquatsch? Ich glaube nicht daran, dass ich der auserwählte Held bin. Ich konnte niemanden retten. Es gibt keine auserwählten Helden. Es gibt nur die, die heroische Taten vollbringen. Siegen oder verlieren, Licht oder Dunkelheit, gut oder böse. Diese Dinge haben keine Bedeutung mehr für mich, aber ich möchte dir trotzdem helfen, falls du das möchtest. Tja, warum hat Zell eine Maske? Das weiß ich immer noch nicht genau. Was da genau passiert ist. Es hieß einmal im Chat, da wurde schon mal was gesagt, dass es irgendwas mit dem... mit einem Unglück, also so wurde das im Chat nicht genannt, aber mit irgendwas, was passiert ist, mit der Mutter zu tun hatte. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht an Details, die da einmal erwähnt wurden. Vielleicht werden wir es ja noch erfahren. Wie soll ich etwas wie das schaffen? Durch deinen Tod wurde deine Seele zersplittert. Es hat eine einzigartige Fähigkeit in dir erweckt. Zersplittert sehen wir durchaus aus. Dir ist es möglich, in Parallelwelten zu gleiten. Allerdings wirst du etwas Übung brauchen. Es fing ja auch alles im Krankenhaus an, wo wir irgendwie komplett bandagiert waren. Ne? Da hatten wir wahrscheinlich die Maske dann noch nicht, aber kurz danach werden wir wahrscheinlich angefangen haben. Wie komme ich zurück in meine Welt? Das ist eine gute Frage. Es wird schwer, aber ich war auf deine Ankunft vorbereitet. Ich habe ein Gerät gebaut, natürlich, welches dir helfen wird. Deine Freundin Ashley hat in deiner Welt das Gerät von deinem Grab mitgenommen. Das ist gut. Hat sie das? Wie auch immer, es gibt noch mehr Komponenten, die wir brauchen und diese müssen aus drei Realitäten, in welchen sie versteckt sind, geholt werden. Aha. Die drei Pyramiden des Asyntma sind in drei Rätseln versteckt. Du musst sie alle zusammentragen. Ja, die drei Pyramiden hat die Ash durchaus um unsere Maske herum platziert. Um das Grab herum, auch wenn sie nicht so genau wusste, warum. Aber ja. Wenn du diese Pyramiden des Asyntma oder so versteckt hast, kannst du sie mir dann nicht einfach holen? Das ist mir nicht möglich. Ich kann mich in diese Angelegenheit nicht mehr einmischen. Auch habe ich die Lösungen aus meinem Gedächtnis gelöscht für den Fall, dass sie gestohlen würden. Na, dafür bist du aber gut vernetzt mit deinem Brain. Ne? Allerdings kann ich dich an die Orte führen, wo sie versteckt sind. Wahrscheinlich deswegen, weil mein Brain ins Internet gehangen ist. Ist halt gefährlich, ne? Okay, naja, das hilft mir wenigstens ein bisschen. Ehrlich gesagt, nur ein bisschen, aber okay. Wo fange ich an? Hier war einmal eine Türe. Einen Moment bitte. Bitte warten. There it is. Ah, tatsächlich. Na, du wirst deinen Weg durch diese Türe finden, aber bleib wachsam. Kann man machen? Ich würde allerdings schon irgendwie neugierigerweise mal was testen wollen. Ich hoffe, es war kein Fehler. Der Kampf der Menschheit dröhnt durch den Kosmos, wie sie versuchen, der Dämmerung zu entkommen. Dennoch müssen alle Dinge früher oder später zu Schatten werden. Okay, ich sehe nicht sehr viel. Ich kann aus dem Bild rausgehen. Ja. Und wie sieht's so nach rechts aus? Ist das auch eine Option? Hier entscheidet sich bestimmt der Ausgang von dem Spiel. Hm. Okay, dann befragen wir noch mal kurz hier das Licht. So hell. Die Dämmerung der Menschheit triumphiert über den ältesten Konflikt. Sie sind etwas im ewigen Nichts. Du musst sie vor der Vernichtung bewahren. Na klar, warum nicht? Machen wir das so. Wahrscheinlich, indem wir hier durch diese Tür gehen, oder? Ja, da können wir, dann sind wir der Entscheider. Korridor. Ah ja. 1, 2 oder 3. Jims Werkstatt, ja. Tür 2, Tür
3, Tür 4. Und hier. Da geht's weiter. Ich habe Angst. Lass mich raten, Tür 5. Und noch eine. Tür 6. Ohne Beschriftung. Uff, ja, weiß ich nicht. Sollen wir erstmal in die erste Tür rein? Also nicht in die ganz erste, sondern in die Nummer 2. Vielleicht. Bevor ich hier wieder was kaputt mache. Hm. Ja. Okay. Sowas Ähnliches hatten wir ja schon mal mit mehreren Türen, aber in manche kamen wir ja nicht rein. Mich ärgert es immer noch, dass ich nicht herausgefunden habe, wie man die öffnen konnte. Ich habe immer noch das Gefühl, das hatte dann irgendwas damit zu tun mit den Symbolen, die wir an unserer Gitarre hatten. Aber die haben wir ja erst später gehabt. Daher, keine Ahnung. Vielleicht muss man es einfach nochmal durchspielen mit dieser Information. Hm, bestimmt. Ich habe bestimmt nichts übersehen. Nee, nee. Aha. Lass mich raten, noch eine Tür. Teleport. Oi. Ich fürchte, umziehen kommt immer noch nicht in Frage. Das Haus steht zum Verkauf seit 4 Jahren. Hm, da rechts ist Henry. Links weiß ich nicht und da sind wir. Ach, Dr. Zimbardo. Okay. Es ist ein wichtiger Schritt, den Sie hoffentlich bald vollziehen können. In der Zwischenzeit denke ich, dass die Katze Cell Trost spenden wird. Oh, da haben wir Gizmo gekriegt. Ach, wie cool. Er hat große Fortschritte gemacht, seit er das Kätzchen bekommen hat. Cool. Ist ja cool, dass wir mal so ein bisschen in die Vergangenheit gucken können. Denken Sie, dass er bereit ist, nach Hause zu kommen? Er ist mehr als bereit, Henry. Sind Sie sicher, dass Sie es sind? Ja, es wird schön sein, meinen Sohn wieder bei mir zu haben. Was? Tja, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Das fasst es ganz gut zusammen, durchaus. Was? Du hast eine neue Seelenverbindung hergestellt. Es wird dir wohl zuerst etwas seltsam vorkommen. Das ist doch Franbo. Das ist doch wie Franbo, wo man irgendwie auf einmal in einer komplett anderen Welt landet. Das Spiel mochte ich sehr gerne übrigens. Sehr, sehr, sehr gerne. Cool. Eigentlich fühlt es sich ziemlich natürlich an. So, als wäre ich schon immer hier gewesen. Als würde ich nach einem Traum erwachen. Das ist unser neuer Traum hier. Anfangs fand ich die Vertrautheit irritierend, aber ich bin nicht wie du. Du findest die erste Pyramide irgendwo in dem Haus. Got it. Wie cool. Ah, das ist, ja, das ist unser Haus. Also, ne, hier das Haus, wo wir dann später gewohnt haben, hier WG-mäßig. Brief. Sieht aus wie ein Brief von Ashley. Cell, es tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Ich wollte es wirklich. Ich habe versucht, für alle da zu sein und jetzt fällt alles auseinander. Ich hoffe, es ist nicht zu spät, es wieder gut zu machen. Ich muss wissen, dass ich... Da hört es auf. Irgendwas muss sie unterbrochen haben. Voll gut. Haben wir ein Inventar? Nee, offenbar nicht. Vordertür. Ich weiß nicht, ich kann nicht gehen. Ich muss diese Pyramide finden. Okay. Ich hatte schon Angst, dass ich hier gleich wieder rausfalle aus dieser alternativen Realität, ohne was geschissen gekriegt zu haben. Trotz Zimmer, hier ist aber irgendwie so eine komische Verbindung. Ja, ja, verschlossen. Ja, ja, eine Verbindung nach hier. Auf jeden Fall, oder? Auf jeden Fall, das hat was davon. Sogar mit so Handschuhen, original. Okay, ich bin verblüfft. Foto! Yay, oh, cool. Voll gut. Larry, Ash, Todd, alle da. Ja, ist das original? Ja, auch mit dem Flatscreen und so. Oh, was ist denn hier passiert? Kratzspuren. Ist das ein gutes Zeichen? Wir gehen erstmal ins Bad. Da wird wahrscheinlich eher hoffentlich nicht so viel passieren im Bad. Im Bad fühle ich mich irgendwie komischerweise relativ sicher meistens. Passiert selten was. Hier fehlt auch ein Knauf. Hier fehlt auch ein Knauf. Sie sieht wirklich ein bisschen verbogen aus. Na gut, die sehen alle krumm und schief aus, ehrlich gesagt. Weiß aber nicht, ob wir die noch aufkriegen werden. Wir gucken erstmal hier. Juice. Juice.
Ich weiß nicht, ob man mit so einem Foto viel Juice verkauft, aber man kann es ja mal versuchen. Stereo. Können wir gleich mal gucken? Sehr merkwürdige Musik. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Okay, MGP da. Das für eine... Seht ihr die Katze? Ach, hier ist auch so ein Stein. Ich weiß schon, was das sein wird neben dem Waschbecken. Nämlich auch so ein Stein. Den haben wir schon mal gesehen. Den gibt es auch in dieser Realität hier. Das ist ja merkwürdig. Was für eine Verbindung ergibt sich denn da? Ach so. Tatsächlich, da hat sich jemand geschnitten. Da ist doch kein Stein, sondern da ist ein... Oh. Oh, 1842. Ja, gut, dass wir dann nochmal geguckt haben. Ich wollte eigentlich wegen dem Fleck da hier F drücken. Aber so haben wir eine Zahl gekriegt. Das ist ja noch besser. Okay. Nee, ich dachte, hier würde auch so ein komischer Stein liegen. Das war aber dann woanders wohl. Oder in einer anderen Realität. 1842. Merken wir uns das irgendwie? Vielleicht. Eventuell. Was hat es mit diesen merkwürdigen Steinen auf sich? Die haben wir auch schon mehrfach gesehen. Huh. Ah ja. Okay. Der bewegt die beiden. Und den können wir unabhängig bewegen. Aha. Gut, na dann müssen wir eigentlich nur so machen, dann sind wir fertig. Gut. Ja, ne, GameCube. Ziemlich original. Sallys Zimmer, gut, aber ein Dingsi brauchen wir jetzt hier. Ach, hier brauchen wir einen Code. 1842. Enter. Nicht? Was sind das für Plusse da oben? Müssen die irgendwie... Brauchen wir vielleicht noch mehr Codes? Ach, das ist eine 7 wahrscheinlich. 78, 42. Ach so. Ja, da ist ein Kabel. Das haben wir allerdings schon aktiviert hier in dem anderen Raum. Also hoffe ich zumindest, dass das schon aktiviert ist. Also 48, 42. 78, 42. Auch nicht. Okay. Wir gucken nochmal hier. Also das hier ist doch jetzt eigentlich... Ja, das ist fertig. Da kann ich auch nichts mehr machen. Können wir eigentlich hoch? Dankeschön. Vielleicht? Das finde ich ein bisschen... Hier ist auch noch ein Code, ne? Ein Code. Finde ich ein bisschen weit hergeholt mit dem Spiegel verkehrt. Können wir auch mal probieren. Das umzudrehen oder so. 1, 4, 5. Theoretisch wäre das hier. 1, 4, 5. Ne. Okay. Probieren wir es mal andersrum. 1, 4, 8. Ich weiß nicht, ob es eine 7 oder eine 1 ist. Ich probiere mal 7. Ne. 1, hier, 8, 1. Nee, auch nicht. Haben wir hier sonst noch irgendwelche Codes? Bestimmt am Ende von der Kassette hier, die geht 20 Minuten lang, ne? Und am Ende kommt dann der Code. Mhm. So ganz leise im Hintergrund, hinter der Musik. Mhm, bestimmt. Vielleicht hat das hier irgendwas, aber naja gut, an die anderen Steine werden wir jetzt so einfach nicht rankommen. Das glaube ich nicht, dass das jetzt die Lösung sein wird. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, glaube nicht. Ich habe jetzt einfach mal auf F rumgedrückt, während ich gegangen bin. Das war keine so schlechte Idee.
Oh, das könnte aber... Ja, ich weiß nicht, ob das jeder erkennen können wird. Manche Leute könnten damit Probleme haben. 50-23, oder? Dankeschön, Dankeschön. Offenbar funktioniert. Haben wir jetzt schon mehrere Codes, das ist ja interessant. 50... 23, das ist die 42 und die 23 ist, das ist wahrscheinlich, das sind keine Zufälle, oder? Auch nicht. Deswegen sind da wahrscheinlich auch drei Plusse, weil wir müssen drei Codes finden. Würde ich fast mal vermuten. Gut, also den haben wir. Alles an ihm vielleicht. Aber im Kopf, sonst gilt es nicht. Na gut, hier haben wir schon einen Code gefunden. Es könnte auch eine 7 sein. Es könnte auch eine 7 sein. So, oh. Ah, ich kann es wieder ausmachen, okay. Einer fehlt, einer fehlt. Bestimmt müssen wir irgendwo, nee, das nicht. Irgendwie ein Plakat irgendwie anheben oder so. Sowas ähnliches hatten wir ja schon mal. Dass wir so ein Plakat nicht anheben konnten, aber so runterbiegen konnten irgendwie. Vielleicht hier nochmal, noch ein paar Mal an dieser Tür hier wackeln. Nee. Dann bestimmt irgendwie in der Küche. Vielleicht müssen wir die Mikrowelle aufmachen. Da ist ein abgeschnittener Ziegenkopf wahrscheinlich wieder oder hier im Kühlschrank. Und die hat wieder dann so ein Bändchen da mit so ein Schildchen mit der Nummer drauf. Das wäre nicht das erste Mal. Okay, hier, nee. Vordertür, nee, auch nicht. Okay. Nee, das ist nur der Brief. Ja, komm. Hier das Fenster, nein, auch nicht. Die Pflanze, auch nicht. Und Zeugs haben wir auch nicht. Ist hier noch irgendwas sonst? Naja, hier haben wir ja auch schon das Rätsel gelöst. Da weiß ich nicht, ob sich hier noch irgendwas verstecken wird. Müssen wir hier wirklich irgendwie einen Code ableiten? Ich glaube nicht. Ich vermute mal fast das nicht. Gut, die 2 haben wir hier. Möglichkeit. Meinst du? Soll ich es einfach mal durchlaufen lassen? Meinst du wirklich? Bestimmt muss man die Länge der Musik jetzt bestimmen. War da was? Lass laufen. Letztens mal angefangen, aber ohne Aufnahme mit einem Kumpel. Deswegen ist das jetzt ein bisschen ungünstig, weil eigentlich müssten wir die ganzen Deponia-Teile mal spielen, aber das kann ewig dauern. Ich glaube, da passiert aber nichts mehr, oder? Das glaube ich nicht, dass man so viel Geduld dem Spieler abverlangen kann. Ich lasse, wenn ihr das wollt, dann bitte sehr.
kommst du jetzt darauf? Ach so. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie ein Loop ist. Also wenn das stimmt... Was geht's wieder von? Stimmt, ist das am Anfang die Zahl, nur in irgendeiner fremden Sprache? Okay, krass. Also, ja. Wir können es versuchen, von mir aus. Wenn das stimmt, dann... Mad Props. 3, 2, 8, 1. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich kann theoretisch auch mal versuchen, die zwei Zahlen hintereinander einzugeben, aber... Das glaube ich nicht. Das wäre irgendwie zu arbiträr, oder? Das Foto, kann man da noch irgendwie... Ne. Ich dachte eben, wo als zwei, dann die drei Finger, dann null und dann... Es könnte entweder eine gekippte 8 sein oder eine 6 vielleicht. 2, 3, 0, 6... Warte mal. 2, 3, 0, 6. Nee. Probieren wir mal 2, 3, 0, 8. Schade. Schade eigentlich. Aber oder? Vier Ziffern? Was kann man da drin noch erkennen? 2... 3. Discord auch. Ja, das ist richtig. Da soll das auch 3 halt. Ach nee. Glaube ich nicht. 2, 3. Ja, stimmt. Was habe ich vorhin probiert? Was habe ich vorhin eingegeben? Also die, ich habe die 08 probiert und noch irgendwas anderes. 2306 probieren wir mal. Ach scheiße. Moment. 2, 3. Nee, aber auch nicht. Nee. Na sag mal. Ach, nö. Nee, ach. Irgendwie alles gut. Verzweiflung. Da bin ich noch nicht angekommen. Da bin ich heute noch nicht angekommen. Eine Idee. Da haben wir schon mal eine Ziffer. Zum TV. Ah, ja. Das können wir probieren. Eine Fernbedienung oder sowas? 2408. Auch nochmal probieren. Moment. 2. Oder. Was denn links? Wo? Was? Was zum TV? Nach links? Nach rechts? Okay, Moment. Eins nach dem anderen. Also, zum TV. So, und jetzt? Umschalten. Hoch, runter. Oder einfach abwarten. Man kann den halt an- und ausmachen. Weiß ich nicht. Zum Spiegel. Spiegel. 1842 oder 7842. Können wir natürlich mal testen. War das jetzt mit 1 oder mit 7 vorne gerechnet? Die Alternative könnten wir auch mal ausprobieren. Äh.
Null. No effing way. No effing way. Ich hätte es nicht probiert. Alter. Alter. Nice. Ja, du, also ich hätte es nicht geglaubt, aber hey. Vor allem wegen diesen drei Plussen. Ich dachte, hier oben sind auch noch drei Plusse. Ich dachte, da muss man wirklich drei verschiedene Sachen finden. Ja, krass. Ja. Ach so, wegen den Plussen zum Addieren. Ah, so. Ja, stimmt. So kann man es auch interpretieren. Ich hätte es anders interpretiert, aber gut. Ja, nice. Vielen lieben Dank. Geil. Also. Deswegen streame ich. So. Oh Mann. Cell. Okay, wir sind wieder hier. Lass mich raten, jetzt hat sich da irgendwas verändert mit der einen Pyramide oder so. Oder? Holy. Cell, bist du das? Ich bin es. Ich verstehe dich schlecht. Warum ist dein Geist so? Wie ist das möglich? Ich möchte dir so viel sagen. Die Pyramiden. Oh, eine leuchtet jetzt. Das ist schon eher das, was Todd in seinen Notizen beschrieben hat. Lass mich mal kurz schauen. Ja, okay. Wir gucken uns mal die Leuchten an. Was? The three pyramids of Asintmar to be placed around a corpse? Okay. Ja, yeah, Norden, Osten, Westen offenbar. Das sind die drei Pyramiden, die ja platziert wurden. Huh. These symbols are some kind of code. Diese Symbole sind irgendeine Art von Code. Aber wo sind sie? Nord? West? Ost. Und, können wir irgendwas machen? Ort. Darunter steht Ort. Aha. Achso, das ist ein Knopf. Ort. Aha, damit kann man einen anderen Ort wählen. Okay. Da können wir noch nichts machen, hier können wir aber was machen. Wie kann ich das denn? Kann ich das denn switchen? Damit kann ich auch nur herumdingseln. Ach so. Ah, okay. Das sind wirklich Knöpfe, ja. Also. Wie kann ich denn da jetzt? Also ich meine, das ist ja. Na gut, das Schwarze ist oben. Ich gebe Nord ein. Ich bin mir nicht sicher, wie ich es einzugeben habe. West. Ich weiß halt nicht, wie ich jetzt irgendwie oben oder unten hier unterscheiden soll, ne? Bist am Nordstein, also gebt einen Code dafür ein. Ja, aber wie? Ach so, das ist hier der, das ist der, die Nordpyramide. Ja, ja, da hast du natürlich völlig recht. Ditta? Ja, ja, das ist ja eindeutig, stimmt. Das ist dann eindeutig. Unten, links. Muss ich noch mal, warte mal, soll ich das noch mal resetten? Die. Schwarz, links, ja. Also, oben, schwarz oben, weiß, links, schwarz, links, weiß, unten, schwarz, links, schwarz, rechts, weiß, links, meine ich. Und? Ist irgendwas passiert?
Oh Gott. Du hast es geschafft, Ash. Oh, schon wieder hier. Ach so, ja. Was soll's? Auf in die nächste Welt. Ja, ja. Auf in die nächste Welt. Machen wir das so. Was soll's? Auf in die nächste Welt. Alles klar. Gut. Gut, 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 gut. Ja, dann wieder hinauf. Nochmal durch die Tür. Können wir hier nochmal reden? Jim. Also. Okay. Reden wir erstmal. Was ist mit dir geschehen? Wie du weißt, war ich einst ein menschlich. In der neu entdeckten Welt fand ich Liebe. Ich starb beim Versuch, diese Liebe zu bewahren. Meine menschliche Hülle zerfiel und meine Seele durchstreifte für immer das Nichts. In der endlosen Finsternis suchte ich meinen Weg zurück. Als ich erkannte, dass ich das nicht schaffen würde, gelang es mir, andere Welten zu betreten. Eine Brücke, um neue Technologien zu benutzen, musste ich meine Seele verändern. Und je mehr ich die Brücke nutzte, umso mehr veränderte sich meine Seele. Nun bin ich fern von jeder Menschlichkeit. Oh, es klingt doch erbaulich. Was ist das ganze Zeug hier? Was ist eigentlich das ganze Zeug? Ich habe mir das noch gar nicht so genau angeguckt. Irgendwelche Teile? Irgendwelche mechanischen Teile? Sieht irgendwie danach aus. Das sind einige der Erfindungen, mit denen ich gespielt habe, nehme ich an. Als Ingenieur in einem früheren Leben scheint es, als hätte ich den Schaffensdrang immer noch in mir. Ein dahinsiechendes Überbleibsel meiner Menschlichkeit. Ich bin gleich wieder da. Rühr dich nicht vom Fleck. Gut. Korridor. Wenn ich so auf die Uhr gucke, ja gut, ist die Frage, ob ich ein bisschen was weggeschnitten habe. Ach nee, wahrscheinlich nicht, oder? Sollen die Zuschauer auf YouTube ruhig genauso leiden wie wir hier? Ja, jedenfalls, ich würde so oder so, selbst wenn ich irgendwie 7 Minuten weggeschnitten habe, ist es schon wieder Zeit. Ich würde an dieser Stelle einen kleinen Folgencut machen und im Stream machen wir dann in einer Minute weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und bis zur nächsten Tür. Macht es gut und tschüss.